Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir grüßen von der FIBO in Köln. Und heute dreht sich natürlich alles um Sportliche. Wir wollen wissen, wie sportlich sollte der Partner eigentlich sein und welche Sportarten sind besonders attraktiv und können ganz andere Dinge in einem auslösen. Ich bin wirklich sehr gespannt, welche Antworten hier kommen werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Na? Was? Ah, okay, Français. Comment ça va? Ça va, merci. Bist du der eine von Vikings? Ja, klar. Ne? Sieht man doch. Ja, ja, klar. Kleiner Wikinger. Mega. Was macht man hier? Erstmal vorab? Sport. Sport. Mhm. Du siehst auch sehr sportlich aus. Dankeschön. Wir wollen nämlich heute wissen, wie sportlich muss der Partner eigentlich sein? Hast du eine Freundin? Ja. Hast du darauf geachtet, dass sie auch ein bisschen sportlich ist oder eher ja, weniger? Tatsächlich, ich habe sie im Fitnessstudio kennengelernt. Ja, gleiche Interessen sind wichtig, auf jeden Fall. Doch, doch. Okay, das heißt so mit so einem Couch-Potato, der ich sag mal 30 Kilo mehr hätte, das wäre nichts für dich. Ist schwierig, nee. Ihr seht ein bisschen sportlich aus. Danke. Doch. Gerne. Ja, das heißt, wenn sie jetzt, ich sag mal, 20 Kilo mehr auf dem Rippen hätte, wäre nicht so ideal. Wäre mir egal. Ehrlich? Ja. Okay. Muss ja nicht heißen, dass sie nicht fit ist. Ja. Das heißt, oder? Wenn du deine Freundin bei McDonald's kennengelernt hättest, wäre auch in Ordnung gewesen. Ich wäre ja auch da dann. Ah ja, okay. Wie oft geht ihr so ins Gym? Also optimal 5 bis 6. Die Woche? Ja, ja. Gibt es eine Sportart, die besonders attraktiv ist bei Männern? Fußball, Standard. Fußball. Spielt er Fußball? Er spielt Fußball. Welche Position? Torwart. Wie oft gehst du so ins Fitnessstudio? 5-mal die Woche. 5-mal die Woche. Könnt ihr mitmachen da vorne? Auch einmal. Na, viel zu faul. Hast du darauf geachtet bei der Partnerwahl, dass sie auch schon ein bisschen sportlich unterwegs ist? Also es sollte meinen Partner nicht stören, dass ich Sport machen will. Aber wenn es jetzt nicht auf dem gleichen Level wie bei mir ist, ist es jetzt nicht so schlimm. Hast du einen Freund erstmal? Nein. Nicht. Achtest du darauf, dass er sportlich ist? Ja. Schon? Ja. Das heißt, wenn man 5-mal die Woche ins Training geht, dann muss der da ja auch sein. Sonst verbringt man gar keine Zeit mehr miteinander, wenn man auch noch arbeiten geht. Das heißt, jemand, der nicht sportlich ist, der wäre nicht dein Typ? Nee. Ja, Mensch. Ja. Also eine Fernbeziehung. Ja. Wie läuft das so? Noch ganz gut. Noch ganz also, gut. Ich bin gerade noch Schüler, deswegen gibt es dieses 39-Euro-Ticket. Ich kann durch ganz Baden-Württemberg fahren. Es sind dann im Notfall nur 3 Stunden mit den Öffis. Gehst du ins Fitnessstudio? Ja. Wie oft? Im Moment 4 bis 5 Mal die Woche. Was ist denn hier los? Sie haben, jeder geht 4 bis 5 Mal die Woche. Welche Sportart ist am attraktivsten bei einem Mann? Schon Fitness, aber ich finde das auch schön, wenn die ein Hobby haben, irgendwie Handball, Fußball, wenn die irgendwie so eine Leidenschaft haben. Okay, also Handballer, Fußballer können sich bei dir melden. Ja. Hast du einen Freund? Bist du in einer Beziehung? Hast du einen Mann? Ist dir es wichtig, dass der auch Sport macht? Wichtig nicht, aber er macht's. Okay, ja. Das heißt, jemand, der, ich sag mal, 20 bis 30 Kilo mehr hätte, zu Hause sitzen würde, wäre auch okay? Ja, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich? Ja, okay. Was machst du hier auf der FIBO? Erzähl mal. Was? Antwortet ein normaler Typ darauf. Was machst du denn auf der FIBO? Ja, guck mal, also ich bin nicht sportlich, das bin trotzdem hier. Das ich stimmt. Auch. Gehst du selber ins Fitnessstudio? Ja. Wie oft? Jetzt, wo ich so viel Training habe in meiner Tanzgruppe, nur so 3-mal die Woche, aber sonst öfter. Nur 3-mal die Woche? Ja. Was macht dein Freund? Der ist auch im Kampfsport, ist aber dann aber so im Fitnessstudio einfach am Pumpen, würde ich mal sagen. Das heißt, ganz ehrlich, ja. Die sind ja die Mädels, die haben ja alle diese engen Hosen an. Das ist der einzige Grund. Ich laufe hier einfach nur durch den Gang und das, egal wo, guckst du mal links. Ich sag dir ganz ehrlich, wir saßen vor 20 Minuten im Pressebereich und haben genau das Gleiche gesagt. Siehst du? Weil wir beide schlau sind. Weil wir beide schlau sind. Hi. Hallo. Ist dir warm? Hä? Warm? Nee, sehr angenehm. Sehr gut. Ja? Yeah? Ja. Hörst du mich? Ich höre dich. Ja gut. Hörst du mich? Nee, doch. Als einer von denen, die dabei sind, dein Freund? Ja, der im Schwarzen. Der im Schwarzen. War es dir wichtig, dass er selber auch Sport macht? Ja, wir haben uns so kennengelernt. Gut, wenn du selber nicht so sportlich bist, dann achtest du wahrscheinlich jetzt bei der Partnerin auch gar nicht so darauf, dass sie irgendwie ständig ins Fitnessstudio geht. Fitnesstrainerin, durchtrainiert, Sixpack, wiegt 47 Kilo. Wir sind ja nicht doof. Das heißt ja, einer muss ja sportlich sein. Wie sollte so deine Freundin aussehen? Oh. Muss sie sportlich sein? Ja. Ja, ja, sehr wichtig. Ja? Sollte sie auch als Dose rumlaufen? Ja. Sehen wir uns beide im Oktober auf der Venus? Ja, ich glaube schon. Auf der Venus bin ich selber nicht. Ich mache ja nur oder moderiere, wenn ich Glück habe, wieder diesen Award. Den Venus ja. Award. Auf der Venus, du bist da wirklich auf der Messe. Ja, wir haben uns letztes Jahr verpasst.
Nee, da war ich ja nicht. Oder warst du auch auf dem Award? Achso, nee, das ist separat? Ja, das ist separat leider. Ich habe auch hab mich total gefreut, als ich den Job angenommen habe und dachte, juhu, Venus. Und dann war das so in einem Hotel mit alle mit Anzug und alle Frauen hochgeknöpft. Da war Okay. Wir gehen dann einfach zusammen mit der Venus und machen uns unsicher. Vielleicht haben die auch wieder Leggings an. Ey, ich glaube nicht. Die haben gar nichts. Die tragen gar nichts an. Oh. Wir waren letztes Jahr da. Das ist dann. Kennst du die Fist-Schwester? Nein. Dein Glück. Was kriegst du die Stunde hier? Ja, über Geld redet man nicht. Ist das so? 12 Euro? Nein. 13? Mehr. Ist es wichtig, dass der Partner auch ins Fitnessstudio geht? Schon, ja. Findest du Fußballer attraktiv? Schon, ja. Gut. Ihr könnt da mitmachen, wenn ihr wollt. Wer möchte? Könnt mitmachen. Danke. Hast du eine Frau, Freundin? Ich habe eine Frau. Frau. War es dir wichtig, dass sie auch sportlich ist? Nein. Okay, das ist der Erste, der das hier heute Abend sagt, ne? Sonst hatten wir alle immer... Sollte auch sportlich sein. Du bist da ein bisschen entspannter. Also nach 20 Jahren, wenn man zusammen ist, da hat man... Ist alles scheißegal. Ganz genau. Willst du mitmachen, ne? Ja. Danke. Nee? Ich hab heute schon. Aber ich sehe dich in der Position da vorne. Ich mich auch. Wo kommst du her? Aus Bremen. Bremen? Ja. Wir kommen aus Hannover. Ja, sehr gut. Ja. Bist du Werder-Fan? Natürlich. So, und viel Spaß noch. Also das heißt, wenn jemand, ich sag mal, ein bisschen mehr auf dem Rippen hat und zu Hause sitzen würde, wäre jetzt nicht so dein. Das wäre jetzt für mich nicht der passende Lebensstil, weil ich selber sehr aktiv bin. Weswegen bist du hier? Weil ich den Sport liebe und das mit Leidenschaft mache. Das heißt, du gehst ins Fitnessstudio? Ja. Wie oft die Woche? 5-mal, wenn ich schaffe. Wir haben hier heute noch niemanden unter 2-mal die Woche gehabt. Echt? Immer alle 4-5-mal die Woche. Ja. Du bist Durchschnitt. Ja, toll. Ich habe auch einen richtig geilen Witz. Wie nennt man eine türkische Kuh auf dem Fahrrad? Murat. Gibt es eine Sportart, die besonders attraktiv wirken kann bei Männern? Die bei Männern attraktiv? Ja. Ich persönlich mag Kickboxen. Kickboxen? Ja. Also wenn man sich richtig die Schnauze einhaut. Richtig. Und auf die Fresse bekommt. Und wie nennt man einen Deutschen, der Salat isst? Kartoffelsalat. So einen mit einem Bierbauch geht gar nicht. Nee. Man muss schon den gleichen Lifestyle haben, finde ich. Hast du eine Freundin? Ich bin Single. Basinga. Du liegst hier nur so rum? Ja. Ja? Ein kleines Nickerchen machen? Ja, zwischendurch mal, für die Weile gut. Bist du so ein kleiner Kamera-Johnny oder was? Ja, wir sind von der Telekom, wollen ein bisschen hier Werbung machen für unseren Stand. Also wenn für die Telekom? Ist es schon soweit bei der Telekom? Ist schon soweit. Ist es dir wichtig, dass die auch sportlich ist, deine potenzielle Freundin? Also unsportlich sollte sie nicht sein, aber ich meine, es reicht, wenn nur ich die Liebe zum Sport teile. Was passiert da drinnen? Es komprimiert so das gesamte Bein so in Intervallen. Und fühlt sich gut an? Ja, mega. Ja? Hast du eine Freundin, Frau zu Hause? Nein. Meinst du, das könnte auch eine Frau? Da braucht sie große Hände. Jetzt darfst du noch sagen, ob du eine Freundin hast? Ja, habe ich. Achtest du darauf, dass sie sportlich unterwegs ist? Ja, 100%. Ehrlich? Ja. Das heißt, so eine etwas korpulentere wäre nicht dein Fall? Auf gar keinen Fall. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Mindestens 5-6 Mal die Woche. Es ist einfach die Standardantwort hier. Ja, also jeder sagt 5-mal. Also eigentlich jeden Tag, aber natürlich nicht jeden Tag Krafttraining. Also ich versuche so gut wie es geht, mich oft zu bewegen. Wollen Sie da nicht auch mitmachen? Ja, ich hatte kurz überlegt, aber dann habe ich doch festgestellt, ich habe die falschen Schuhe dabei. Hast du einen Partner zu Hause? Ein Fahrrad? Ein Fahrrad, ja, okay. Sag erstmal, ob du ein Fahrrad hast. Ja. Hast du. Super. Und einen Partner? Ein Partner, nein. Ich habe jetzt 30 Kilo abgenommen in 4 Monaten. Ehrlich? Ich bin jetzt bei 100 Kilo, ja. 100? Bei 100. Ehrlich, wo sind die denn versteckt? Ja, das... Alle in der Hose, oder was? Nee, da auf jeden Fall nicht. Ist es wichtig, dass der auch sportlich unterwegs ist? Nach meiner Erfahrung nach, ja. Man sollte schon die gleichen... Das heißt, du hattest mal ein etwas
korpulenteren Freund und das war nicht so geil? Nein, das gar nicht, sondern einfach, es geht einfach ums Hobby. Früher ein bisschen MMA und Boxen gemacht, ein paar Monate. Jetzt fangen wir bald wieder an. Ich hatte mich ein bisschen an der Hand verletzt. Ah, okay. Ja, aber jetzt, an der Hand verletzt? Ja, hier, ein bisschen. Bei 5 gegen Willi, oder? So ähnlich. Also, schaut einfach beim nächsten Mal gerne bei dem nächsten Video vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut gerne beim nächsten Mal vorbei und vergesst nicht, den Abonnier-Button zu klicken. Ja. Vergesst nicht, den Abonnier-Button und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder vorbeischaut. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie oft ihr ins Fitnessstudio geht und was ihr so trainiert. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abonnent da und ein Like da. Ciao.